Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Wie ihr sehen könnt, wir haben den neuen Tougatech Felgenreiniger hier stehen und einige von euch sind genauso gespannt wie ich darauf, wie wird der im Verhältnis performen zum P21S High End, wirklich ein sehr, sehr guter Felgenreiniger von Dr. Wack, oder aber gegen das Sonax Felgenbeast, sehr guter, bekannter, beliebter Felgenreiniger, heute in der Limited Edition, da ist die Duftvariante nochmal ein bisschen anders. Dementsprechend viel Spaß beim Video, los geht's. Also wir schauen uns hier auch nochmal das Objekt der Begierde an. Das ist die Felge, so sieht die aus. Wir haben hier eine ordentlich derbe Verschmutzung drauf, die wirklich rundum stark, stark doll drauf den Bremsstaub hat, sodass wir hier auf jeden Fall hingehen müssen und müssen hier eine ordentliche Reinigung verziehen. Und das machen wir mit diesen drei Reinigern. Auch noch die Streben da unten sehen wir, da ist das ganz ordentlich. Hier an dieser Stelle, da haben wir so ein bisschen Abrieb, vielleicht von Fingern, ja. Daran sieht man auch, teilweise sieht es krass aus, es geht auch schon was leichter ab, ne? Wie wir hier sehen. Also sollten die Reiniger schon hinbekommen. Also zur Einteilung habe ich mir überlegt, wir beginnen erstmal mit dem Tougatech, beginnen bei dieser Strebe, also quasi sind wir hier in dem Bereich und gehen bis zu dieser Strebe. Als nächstes haben wir dann Loch, Strebe, Nichtstrebe für Sonax oder Dr. Wack, mir egal. Und der andere Bereich machen wir dann den dritten Felgenreiniger. Würde ich so sagen, dann hat jeder so ein Drittel ungefähr der Felge. Müsste so Pi mal Daumen hinhauen. Beim Sprühen sehe ich jetzt hier, geht ja auch noch ein bisschen was drüber. Also da müssen wir ja genau gucken. So, und jetzt bekommt der Tougatech hier auch schon mal den Vorteil, da wo so ein bisschen Abrieb, beziehungsweise die Felge von mir mit den Händen, glaube ich, angefasst wurde. Ich mache das mal hier, zwei, dreimal. So, hier auch ordentlich unten auf die Streben drauf. So, okay, Numero uno. Dann haben wir hier Dr. Wack, den greife ich jetzt einfach mal. Der bekommt die nächste Stelle. Und das ist ein Sprühkopf. Ich habe keinen Bock mehr auf das Tuga-Ding. Also wirklich ganz ehrlich, Leute. Das ist ein Sprühkopf. Guck mal, wie der zerstört und wie lässig und schön man hier drücken kann. Das wird mir jetzt bewusst, weil ich habe jetzt gerade hier schon die anderen Tests für euch in der Zeit gedreht. Und da, alter Schwede. Also alleine, jetzt bin ich zur Hälfte noch auf die Strebe drauf, mein Fehler. Oh, vor lauter Euphorie. Geil. Okay, das ist Dr. Wack. Jetzt im Vergleich bin ich gespannt, wie der Felgenbeast-Kopf ist. Eine ganz neue Flasche, seht ihr hier. Na, so. Oh, das war jetzt Heureka-Moment. Oh, auch geil. Auch ein richtig schönes Feedback, wie der wieder zurück nach vorne geht beim Sonax hier. Und der, boah, der ist verstäubt. Also, das ist, als ob du, weiß ich nicht, Fahrrad fährst und auf einmal hast ein E-Bike am Start, so nach dem Motto. So, jetzt haben alle drei ordentlich was draufgesprüht und wir gucken uns dann in der Aufnahme mal an. Okay, wir beginnen hier drüben, Tougatech, wir filmen ein bisschen gegen das Licht, so seht ihr es besser. Na, da sehen wir es, hier hatten wir die Linie, sieht das hier im Vergleich zum Sonax Felgenbeast, wirkt der hier ein bisschen anders, steht ganz gut drauf, wie wir an den Luftbläschen und so weiter hier ganz gut erkennen können. Relativ dunkel hat er die Felge da gemacht, das liegt nicht am Licht, weil wenn wir nämlich jetzt hier so nah reingehen, sehen wir, dass es wirklich sehr, sehr dunkel da ist, was er da aufgesprüht hat. Dann sehen wir es direkt hier im farblichen Kontrast dazu da, dass der Dr. Wack ist. Das ist ein deutlich hellerer Felgenreiniger, zumindest hier so ein gelblicher Ton, den wir da sehen. Und das war es, was ich gesagt hatte, da die Strebe habe ich auch noch eingesprüht. Also wir sind hier in dem Bereich bis zur ersten Strebe, diese hier, inklusive Dr. Wack. Zack, so sieht das aus. Und alle wirklich eine tolle Gelformel. Alle drei muss man ganz klar sagen. Und dann sehen wir nämlich hier noch auf der Strebe und auf den beiden Streben bis hier ungefähr das Felgenbeast. Sehr schön. Ja, wirkt hier auch richtig gut ein und steht hier drauf. Hat hier allerdings im oberen Bereich weniger Luftbläschen als beispielsweise hier im unteren Bereich. Ja, da bin ich jetzt aber richtig gespannt, Leute. Da müssen wir jetzt mal gucken, was da rauskommt. Okay. Ich lasse den mal, ja, 3 Minuten und dann gucken wir uns das Ganze wieder an. Okay, 3 Minuten sind um und wir sehen jetzt, so sieht das Ganze nun aus. Zack, zack, der wirkt hier beim Tougatech ordentlich ein.
Ebenso natürlich auch an Dr. Wack macht er das hier drüben weiter fleißig. Und wir sehen, wie gesagt, auch gerade schon gemerkt, alle drei eine tolle Gelformel. Der Felgenreiniger steht noch weiterhin drauf. Ist noch nicht komplett alles runtergelaufen, sondern bleibt drauf, sodass er möglichst lange einwirken kann. Ja, dann würde ich sagen, ich gebe dem noch ein Momentchen, dann haben sie alle ihre mehreren Minuten eingewirkt und dann können wir abdampfen. Boah! Okay, Freunde, alle drei super. Muss man wirklich ganz fair sagen. Wir sehen, wenn wir jetzt erstmal so einen relativ schnellen Rundumschwung machen, alle drei wirklich gute Ergebnisse. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf die Laufflächen oder hier Felgenbett quasi. Und die Streben gucken wir gleich nochmal separat an. Na, aber so grundlegend kann man sagen, wirklich alle drei solide Ergebnisse. Jetzt gucken wir uns aber das natürlich ganz genau an. Und wir erinnern uns, wir waren ja hier ungefähr auf Höhe von dem S, also sprich Beginn der Strebe beim Tugatec, bis etwas hier hinter der Seriennummer, ungefähr hier zur Hälfte. Also diesen Bereich müssen wir uns jetzt als erstes angucken. Und der sieht soweit ganz gut aus. Wenn wir uns das ansehen, grundsätzlich erstmal ein sauberes Ergebnis. Wir sehen, ja, hier hat er den ein oder anderen kleineren Pünktchen übrig gelassen. Auch hier sehen wir einen dicken Brummer. Ne? Da so eine stärkere Verschmutzung. Ist aber auch schon sehr, sehr dreckig gewesen. Hier drüben, und das hier war ja auch hier der Schlussbereich, bis wo er gemacht hat. Sorry, jetzt kann das richtig sehen. Bis hier, ne? Zur Hälfte, zwischen diesen beiden Streben, sehen wir hier auch was übergelassen. Aber für die Ausgangsbasis solides Ergebnis. Der Bereich von der Hälfte hiervon, sehen wir direkt, hat der Dr. Wack den hier oben, den Brummer, und den hier nicht wegbekommen. Aber hier sehen wir noch zwei und die Strebe haben wir auch noch eingesprüht. Zack, bis hier. Und da sehen wir, hier hat er so ein paar Pünktchen übergelassen, aber ansonsten sehen wir wirklich relativ wenig von diesen Punkten. Und ansonsten, wie gesagt, diese vier hier. Okay. Und dann sehen wir hier beim Sonax Felgenbeast dieses Ergebnis. Da haben wir dann diese Strebe bis hier drüben in dem Bereich. Und der hat hier ein bisschen viel übrig gelassen, hier in dem Bereich. Aber gerade hier hat er, wie ich finde, sehr gutes Ergebnis gemacht. Gehen wir aber auch nochmal auf die Streben ein. Und die Streben sehen bei allen wirklich noch ein bisschen stark verschmutzt aus. Wir sehen es hier besonders stark beim Tugatec noch viel, viel Schmutz drauf. Genauso wie auch hier. Und gerade die hier ganz, ganz dick verschmutzt. Jetzt mal ohne Finger, damit wir auch den Fokus richtig haben. Beim Dr. Wack habe ich das Gefühl, ist die beste Reinigungsleistung an den Streben entstanden. Wir sehen das nämlich an der hier ganz extrem. Okay, die ist nicht so gut geworden, aber auch hier in dem Bereich gut geworden. Und dann hat er ja noch diese eine Strebe hier gehabt. Okay. Und Sonax Felgenbeast, denke ich, ja, auch gut. Hier ja, noch was übrig gelassen. Hier auch. Ja, schon relativ angelöst. Wir machen noch eine Runde, Leute. Das gibt mir ja noch nicht alles. Ich will hier noch eine Reinigung sehen. Zack, wir gehen also hier wieder hin. Und ich mache jetzt auch mal wirklich ganz extrem, ganz viel hier unten Richtung Streben. Mich das besonders interessiert, was wir hier runterholen. Na, also ich übertreibe jetzt wirklich. Also so viel Felgen würde ich normalerweise nicht verwenden wollen. Das ist auch irgendwann einfach zu dürr. So, und ich habe langsam keinen Bock mehr auf diesen Sprühkopf. Oh! Alleine für den Sprühkopf würde ich den Tugatec nicht kaufen. Punkt. Das ist meine ganz klare Meinung. Muss ich ganz ehrlich, ganz klar, klipp und klar so sagen. Das ist eine Wohltat mit diesem Sprühkopf oder eben auch hier beim Felgenbeast. Und das ist es halt alles, was in die Waagschale mit reinfließt, Leute. Darüber muss man sich Gedanken machen. Will man
so mit einem Felgenreiniger sprühen oder will man das so wie mit dem hier machen? Einfach nur geil. Na, guck mal, ich kann hier auch so direkt... Oh nein, jetzt habe ich hier... Müssen wir beachten, sorry, mein Fehler. Ich habe auf die Strebe, wo schon der Dr. Wack drauf war, auch noch Sonax mit drauf gemacht. Mal gucken, was passiert, wenn die zwei gemeinsam kuscheln. Das schauen wir mal. Okay, ich lasse wieder einwirken. Und jetzt wieder. Die drei wirken ordentlich ein. Wie wir sehen können, reagieren auch mit dem Schmutz. Hier haben wir den Tugatec an der Position. Daneben haben wir den Dr. Wack, bis auf der Strebe. Da haben wir Dr. Wack und Sonax gepaart. Okay, und Sonax Felgenbiest haben wir hier drüben. Da bin ich immer gespannt, was die noch runterholen. Endergebnis, Freunde. Endergebnis gucken wir uns zuerst am Tugatec. So sieht das Ganze hier aus. Wir gucken uns erstmal das Felgenbett an. Wir erinnern uns beim Bridgestone S, sehen wir, dass wir da begonnen haben. Gehen wir hier rüber. Er hat es nicht geschafft, in der zweiten Runde hier noch die Pünktchen zu entfernen. Das ging nicht. Die Streben, ja, da müsst ihr so nochmal vorher, nachher ein bisschen hin und her blättern bei dem Video. Ich würde sagen, ein bisschen was ist weggegangen. Aber klar, wir sehen stark, stark eingebrannt. Wir kriegen hier nicht mehr alles raus. Da muss man auf jeden Fall härtere Geschütze nochmal aufführen, beziehungsweise auch mechanisch dran gehen. Danach sind wir hier beim Dr. Wack angekommen. Wir gucken jetzt erstmal hier. Er hat es auch nicht geschafft, beispielsweise hier diese vier Punkte. Das ist bestimmt ein Sternzeichen. Welches ist das? Vier Sterne? War da irgendeins? Auf jeden Fall nicht geschafft zu entfernen. Die Strebe ist ein bisschen out of order. Die dürfen wir nicht beachten, denn hier ist ja Sonax gemeinsam mit Dr. Wack drauf. Hier hat er auf jeden Fall noch mal ordentlich ein bisschen runtergeholt, wie ich finde. Hier auch noch mal ein bisschen geknackt, aber auch nicht alles. Das ist aber auch richtig fest hier drauf, das Zeug. Das kannst du dir nicht ausdenken. Interessant ist auch das hier. Das sieht ja einfach nach nur so einem eingebrannten Brennstoff ein bisschen aus. Aber den kriegst du, der ist wirklich hartnäckig drauf. Aber ein bisschen was hat sich getan. Last but not least, Felgenbiest. Felgenbiest hat zu kämpfen hier an dieser Stelle. Das ist auch wirklich extrem hier unter dem Gewicht. Ne? Ich glaube ja, das liegt irgendwie an dem Gewicht. Vielleicht ist die Wärme da anders oder der Bremsstaub sammelt sich hier anders, was weiß ich. Okay, nehmen wir den Bereich. Und wenn wir uns die Streben angucken, 1, 2, 3, diese hier, finde ich, dass wir hier definitiv eine Verbesserung sehen. Aber ich mag mich auch irren. Ich werde es im Videoschnitt nachher selber sehen. Aber von meiner jetzigen Erinnerung würde ich sagen, da ist auf jeden Fall nochmal was passiert. Okay, meine Freunde, ich muss zugeben, Tugatec hat mich hier positiv überrascht. Das habe ich nicht gedacht, dass er auf dem Niveau hier ähnlich mithalten kann. Das muss man wirklich ganz fair anerkennen, dass er jetzt hier in der Top-Liga der beiden besten Felgenreiniger auf dem Markt, meiner Meinung nach, Sonax Felgenbiest und auch P21S High-End spielt. Das ist wirklich klasse, muss man sagen. Das, was mich absolut triggert im wahrsten Sinne und nicht überzeugt, ist der Sprühkopf. Der Sprühkopf ist einfach schlecht. Ich habe es gerade jetzt, habt ihr meinen Heureka-Schrei vorhin gehört, ganz extrem gemerkt, als ich danach direkt den Dr. Wack oder auch das Sonax Sprühköpfchen da verwendet habe. Das ist ein ganz anderes Level. Und da frage ich mich auch, warum die Tugatec-Firma nicht endlich mal irgendwie das hinbekommt, einen anderen Sprühkopf zu verwenden. Da würden die definitiv mehr Felgenreiniger verkaufen, bin ich fest von überzeugt. Aber gut, muss jeder selber wissen. Beim Preis, ja, ihr wollt ja, dass ich sowas auch mit in die Bewertung mit einfließen lasse. Ich bin nicht der Freund davon, weil ich kann nicht vorschreiben, ihr benutzt das, ihr habt dieses Budget, weil einer sagt, jo, ich fahre einen Porsche und der andere fährt halt einen Fiat. Ja, dann liegt das natürlich am Portemonnaie. Und wenn der eine sagt, jo, ich kann mir den leisten oder ich kann mir den leisten, aber den kann ich mir nicht leisten, dann ist das eine freie Entscheidung. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier, ich habe bezahlt für den 19,99 im 1-Liter-Gebinde, das Sonax Felgenbiest. Ich gucke die Preise nochmal schnell nach. Sonax Felgenbiest kostet normal in der Liter-Variante 14,99.
absoluter Wahnsinnspreis. Der kostet bei 500 ml 7,99, 8,99 pendelt da, sprich dementsprechend 17, 18 Euro Pi mal Daumen pro Liter. Ist natürlich teurer als die 15 Euro. Ist auch eine Sonderedition, eine Limited Edition. Also, wenn ihr euch den normale 1 Liter Felgenbeast holt, seid ihr auf der sicheren Seite. Der High-End, der pendelt so zwischen 15 und 17 Euro. 750 ml sind da drin. Also kommt auf 20, 22 Euro, 19 Euro irgendwas pro Liter. Dementsprechend ähnlicher Literpreis hier zum Tugatec. Meiner Meinung nach aber, dann würde ich, wenn ich zwischen den beiden wählen soll, würde ich definitiv den PR21S High-End nehmen. Warum? Weil der Sprühkopf alleine schon besser ist. Ich kenne die Materialverträglichkeit. Ich habe sie selber besucht bei Dr. Wack im Labor. Bin ich fest von überzeugt, absolut super. Und zugleich, Sonax würde ich auch bevorzugen, wenn es um den Preis geht. Aber nochmal, das ist nicht meine Entscheidung. Jeder hat einen anderen Geldbeutel, da muss jeder für sich selber wissen. Dementsprechend, das schreibt ihr nämlich jetzt rein, was ihr davon haltet. Steigt ihr jetzt komplett um auf den Tugatec-Felgenreiniger? Haut rein, bis zum nächsten. Und ich habe ja noch ein paar Felgenreiniger da. Ich werde nämlich jetzt noch ein Video für euch drehen und was testen. Freut euch auf dieses. Abo nicht vergessen dafür. Bis zum nächsten und ciao.